Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 20.12.2019. Ein paar Tage noch, dann ist Weihnachten! So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, guckt mal da! So langsam aber sicher ändert sich bei meinem was. Ich habe nicht so viele Matches gespielt jetzt, aber man sieht schon, da oben tut sich was. Jawohl, also, jetzt gehen wir direkt in den Item-Shop rein und dann gucken wir mal, die Star Wars-Items sind zurück, mega die geil. Die haben wir alle schon dran gehabt. Ja, aber ich wollte es nur mal zeigen, ja. Ich bin total gehypt, dass die wieder da sind. Ja. So, dann fangen wir mal hier an bei der Hirnüberladung. Ja. Was hältst du von der Hirnüberladung? Ein Emote, normale. Normaler Emote, alles klar. Normaler Emote hat hier 4,8 von 5 bei 10 Votes. Am 7. Januar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal, 10 Reminders. Weiter geht's mit dem nächsten Teil. Da sind wir bei dem Einklang. Den hattest du dir, glaube ich, sogar geholt, ne? Nein. Hattest du dir nicht Nein. geholt? Hattest du nicht den Einklang? Nein. Okay. Für 200 V-Bucks. Ich muss das ab und zu mal machen, wenn der Herr sofort mich wieder so ein bisschen anstrengend... Dann stehe ich meistens da, dann mache ich auch um. Herr Gleich ist überanstrengend, wenn man zu ihm sagt, Herr Gleich, kommst du mal bitte her. Oh, das ist jetzt aber nicht fair. So, da haben wir jetzt 3,67 von 5 bei 6 Votes am 9. November 2019. Das erste Mal drin gewesen, das zweite Mal, zwei Reminders, das letzte Mal im Shop vor 40 Tagen. So, weiter geht's mit dem nächsten... Dual Item, das ist der Doppelfiletierer für 500 V-Bucks. Wie gefällt dir das Teil? Das gefällt mir ganz gut. So, da haben wir folgendes Voting. 3 von 5 bei nur einem einzigen Vote. Am 17. November 2019 ist das erstmal drin gewesen. Das zweite Mal jetzt. 6 Reminders. So, weiter geht's mit dem Speerranger. Was hältst du davon? Schlecht. Erinnert mich halt so an diesen PlayStation. Nee, was war das gewesen? Twitch Prime Skin, nur in der weiblichen Version. Kannst ne? du aussprechen? Twitch Prime. So für 800 V-Bucks. Ja, ich finde die ganz okay. Ist jetzt halt, ich finde die jetzt nicht so krass, aber ist okay. So, da haben wir 3,83 von 5 bei 30 Votes am 17. August 2019. Das erste Mal drin gewesen. Fünfte Mal, 28 Reminders, jetzt mal im Shop vor 30 Tagen. Und dann kommen wir zu diesem Krabby Meme, Emote, Tanz, wie auch immer. Sieht ein bisschen komisch aus, das Teil für 500 V-Bucks. Was hältst du von dem Ding? Cool. Findest du cool? So, hier haben wir 4,06 von 5 bei 32 Votes. Wir sind überhaupt nicht mit der Kamera, ne? Am 2. Juli 2019, das erste Mal drin gewesen, das achte Mal. 34 Reminders, jetzt war im Shop vor knapp einem Monat. So, dann haben wir den Surf Rider. Da haben wir auch, glaube ich, ein Gameplay dazu. Wenn ich das habe, dann wird das oben rechts in der Ecke verlinkt. Wie findest du die? In Ordnung. Ich finde, die passt jetzt eigentlich ganz gut zu den ganzen Flüssen, ne? So, für 1200 V-Bucks. Finde ich ganz nice, die Lady. Ja, die hat hier folgendes Voting. 3,71 von 5 bei 7 Votes. Am 17. November 2019 ist erstmal drin, das zweite Mal. Fetch Reminders, letztes Mal im Shop vor knapp 30 Tagen. Dann haben wir hier als nächstes die Spektralsense. Die finde ich, sieht ziemlich cool aus. Richtig geil. Die sieht geil aus, oder? Ja. Mega geil. Sieht richtig cool aus. Für 800 V-Bucks. Jo, das Teil hat hier folgendes Voting. 3,86 von 5 bei 7 Votes am 10. November 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal. 9 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 39 Tagen. Weiter geht's mit dem nächsten Item. Das ist die Welle des Todes. Wow. Und den wechseln. Auch cool. Was hältst du davon? Ist auch cool. Mhm. Ja, finde ich auch ziemlich cool. Oh, ey, stell dir mal vor, das auf dem Wasser sieht, glaube ich, mega geil aus. Das ist sieht ja cool aus, ja. Das ist dann, da verschwindest du quasi schon fast im Wasser. So, für 500 V-Bucks, da haben wir 3,63 von 5 bei 8 Votes am 10. November 2019. Das erste Mal drin gewesen, das dritte Mal, zwei Reminders, letztes Mal im Shop vor 39 Tagen. Dann kommen wir zum Dead Eye, der Totenschütze. Mega geiles Teil. Dazu sollte ich eigentlich auch ein Gameplay haben, soweit ich mich erinnern kann. Ist ziemlich geil. Für 2000 V-Bucks. Einer der geilsten Skins, die es überhaupt im Game gibt. Finde ich auch, finde ich auch. Mega geil.
Jo, also verlinkt dann oben rechts in der Ecke. Hier haben wir 3,8 von 5 bei 15 Votes am 10. November 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal. 14 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 39 Tagen. So, Musst du weiter rausbauen, geht's. das OBS, ne? Musst du rausbauen, oder? Nö, hab ich doch Ah ja, schon hast draußen. du schon So, draußen, ne? ich mach das schon total. So, die Lebkuchen. Wenn das. Oh, ey, da würde ich so gerne jetzt Sieht reinbeißen, witzig ne? aus, ja. Da würde ich so gerne jetzt reinbeißen. Alter Vater, da gehen schon wieder. Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Oh mein Gott, ist das geil. Für 500 V-Bucks. Oh, und deine Lebkuchen, Mann. Ich schwitze. Oh, Alter, ich Erste gute, schwitze. riechst morgen eine Suppe. Toll, ja. Ich krieg morgen eine Suppe. So, also haben wir 4,13 von 5 bei 16 Votes am 22. Dezember 2018. Das erste Mal drin, das ist das fünfte Mal. 7 Reminders, das ist das letzte Mal im Shop vor 356 Tagen. Oh, fast von einem Jahr. Vor fast einem Jahr. Am 29. Dezember 2018. So, weiter geht's mit dem Lebkuchen. Lubkuchen. Lubkuchen. Lubkuchen-Kununu. So, der. Habe ich mir gekauft. Den hast du, Richtig ne? Hast gut, du, ja. glaube ich, in beiden Versionen, ne? Ja. Hast du aber männlich und einmal weiblich, Ja. ne? Das sieht schon irgendwie Ja. total cool Ja. aus. Definitiv. Ja. Lass mal gucken, hier hinten ist Backpack. Oh, wird auch oh, so zum Anbeißen, ey. Für 1500 V-Bucks, der Epic Games, dann Zappelkanonier. kommt mal Tiger und Waschbeskin. Ja, das wäre geil. So haben wir 4,24 von 5 bei 67 Votes am 14. Dezember 2017. Das erste Mal drin gewesen, das 18. Mal. 306 Reminders und auch vor 365 Tagen das letzte Mal im Shop. Jo, da kommen wir noch zu hier diesem Plätzchen, zu dieser Plätzchenform. Da der tote Lebkuchenmann hier für 500 V-Bucks. Ja, finde ich eigentlich ganz cool, der Teil, oder? Ja. Ey, so sollen unsere Plätzchen auch aussehen jetzt zu Weihnachten, oder? Was meinst du? Ja. Cookie Cutter hat hier Aber die kannst du 2,01 kannst mit dir nicht machen. Es geht nicht. von 5 bei 11 Votes am Es funktioniert bei 22. Dezember 2018. dir nicht. Das erste Mal drin gewesen. Fünfte Mal. Oder Sechs gleich Reminders. willst du Kekse backen. Keksen? Kekse Ich will backen. Keksen backen. Ich will auch Keksen backen. So, der Advents. Wie heißt das denn? Adventsagitator. Ist es deren Ernst? Ja, das ist die deutsche Sprache. Advents. Da krieg ich schon bald einen Knoten in der Zunge. Adventsagitator. Adventsagitator. Also, Ach du Heilige. hast du das schon mal gelesen? Mary Marauder. Mary Marauder. Hm? Ja, Adventsagitator. Agitator. Und der Mini-Agitator. Ach du Sch. Ich versuche jetzt familienfreundlich zu bleiben. So. Ach du Scheiße, ist noch familienfreundlich. Ist das noch Das ist noch familienfreundlich? Okay, ach du familienfreundlich. Scheiße. So, also. Ja, cooles Teil, oder? Der Advents-Agitator. Ja. Tator. Ta-ta-ta-ta-ta. Tator. -tator. Genau. So, Mary Marauder ist, glaube ich, einfach auszusprechen. Hier 4,61 von 5 bei 130 Votes am 14. Dezember 2017. Das erste Mal drin gewesen. Das Das ist auch so witzig, 20. wenn du Mal. schon direkt am Anfang ein Wort falsch aussprichst, hörst du einfach auf und sprichst es nochmal komplett neu aus. Und dann sprichst du den ganzen anderen Satz noch falsch aus. Perfekt. 458 Reminders. Warum habe ich das Video mit dem gemacht? So, 356 Tage ist jetzt her, dass er das letzte Mal im Shop war, am Also auch wieder, 29. wenn er den Satz mit einem anderen falschen Wort anfängt, dann formuliert er den Satz ganz weit aus. Das ist. Oh Gott. Hilf. So, du bist gemein zu mir jetzt gerade. Nein, bin ich nicht. Doch. So, also. Ja, was geben wir denn dem Shop jetzt hier für ein Voting? Sag mal. Gut. Hau mal rein hier, hau Gut. mal raus. Hau Gut. mal rein. Hau mal, oh mein Gott, was eine. Du. So 2056 Lovitz, Ich 879 nehme Game Hitman Love It. und 1232 Hateds. Da bin ich voll und ganz bei Kannst du dir. bitte deine Sätze mal ganz normal formulieren? Geht das? 2058 Lovitz. Das hast du gerade eben schon mal gesagt. Nein, wir sind jetzt 2058. So, also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator-Code vor du gleich TTV. Guckt mal da, so sieht das Ding aus. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit uns. Haut rein, bis dann und tschüss.